Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir möchten heute weitermachen an diesen lustigen Teilen hier. Das heißt jetzt, wir haben jetzt dann hier einen Ausgang. Ich muss noch dran denken, dass ich Item Pipes habe. Aber die werde ich dann da oben entlang führen. Ja, ich habe noch einen übrig. Vielleicht muss ich einen Schlenker machen. Mal gucken. So, auf jeden Fall. Du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Dann haben wir schon mal hier auf jeden Fall eine saubere Wegstrecke und man kann auch von einigermaßen vernünftig dahin laufen. So, dann heißt es jetzt für mich, das Team müsste da ordentlich ankommen. Gut, und dann hätte ich mal gesagt, wir schmeißen den mal an. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Charcoal. Und wir werfen dich mal an. Ich glaube nur, dass der zu schnell mir die Kohle weghaut. Weil der hat jetzt eine ganz andere, einen anderen Brennwert. Steht nur nicht dort, ne? Nein. Aber wir schauen mal. Haut er schon Steam raus? Dann warten wir noch kurz. Ja, ich muss vor allem wissen, ne? Das von mir heißt, ich brauche. So, das war jetzt schon die erste. Ich glaube, ich noch mal 8 Stück holen. Irgendwann, wenn er das dann Blöcke, wie wurde es macht. Ja, und darum auch schon mal jetzt alles so weit vorbereitet, dass ich da einen Pile Igniter reinhauen kann. Das wird auch noch spaßig. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jawohl. Ich habe schon mal eine Dampfproduktion. Das ist sehr schön. Läuft hier auch entlang. 6000, 6000, 6000. Auch 6000. Ja, vielleicht tue ich hier auch noch irgendwann Tanks hin. Wenn die gefüllt werden, könnte ich ja mal auf der Seite dann testen. Ach, der baut schon mal auf. Habe ich noch leere Tanks übrig? Ja, habe ich. Zum Testen reicht's. Ist doch super. Einzige Problem, was ich halt habe, ist, wenn ich es jetzt halt dann so mache. Ich brauche hier dann noch einen Valve, ne? Weil der haut ja nicht automatisch raus, außer ich nehme einen Supertank. Dann müsste ich es aber komplett anders machen. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall auch mal Tank mit Steam da. Ja, also man merkt es, ne? Sobald der einigermaßen produziert, also der haut ganz schön Dampf raus. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Erze oder jeweilige Sachen durchzuhauen. Habe ich noch irgendwas da, wo ich sagen könnte, könnte ich noch mal ein bisschen durchjagen? Magnetitor. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dann irgendwann davon zwei von diesen Getümen habe, ne? Und die ballern mir ja schon die Erze durch wie nochmal was. Dann tauschen wir dich wieder aus.
Dann habe ich schon mal wieder einen Platz leer. Aber jetzt brauchen wir ja endlich dieses Monster hier. Die haben wir schon. Ich brauche jetzt einen Input-Bus. So, für den. Input, was? Steam brauche ich Zinnplatte. Ah, okay. Machen wir auch gleich vier. So, das heißt jetzt Klammer auf, Klammer zu. Ja, ich brauche beide. So, was brauche ich noch? Ich brauche noch ein Steam Hatch. Brauche ich noch einen Ultra Low Voltage Tank. Das heißt Zinn, Eisen, Eisen. Einmal Wasser. Einmal Wasser ist hier. Ah, kann man leider nicht rausdrehen. So, aber ich kriege die von hier. Sozusagen mein kleiner Wasseranschluss. So, was habe ich gesagt, brauche ich noch? Zwei Zinnplatten, eine Stahlplatte. Zwei Zinnplatten, eine Stahlplatte und vier Eisenplatten. So, hierfür brauche ich zwei Zinnplatten. Hierfür brauche ich zwei Zinnplatten. Da brauche ich Bronzeplatten und Bronze Fluid Pipes. Okay, also das heißt jetzt als erstes machen wir Stahl, als zweites machen wir Eisen, als letztes machen wir Zinn. So, dann, ich brauche zwei, ne? Gehen wir mal hier hin, 6-2 Verhältnis. Oder 3 zu 1 Verhältnis ist, glaube ich, richtiger. So, brauche ich beim beiden einen Hopper? Ja. Gut, das heißt, ich brauche noch mal 5 Eisen. Und eine Kiste. Brauche ich hoffentlich beim Steam Hatch nicht. Nein. So, das heißt, jetzt brauche ich auf jeden Fall nochmal. Bin ja froh, dass ich jedes Mal die Pipe wegräume und danach wieder die Pipe brauche. Wenn ich es jetzt drin liegen lasse, ne, brauche ich sie nie mehr. So. Also, das heißt, du kommst jetzt. Runter drüber, dahin, dahin. Wie viel brauche ich für dich? Vier. Das heißt, ich brauche acht. Ich brauche nochmal zwei. Das habe ich aber gut ausgerechnet, du. So. Habe ich wenigstens auch jetzt den Platz, um alles reinzukriegen? So, die zwei Hopper habe ich auch. So, jetzt brauche ich hier
Zwei Zinn, den Stahl, die Eisen. Dann habe ich dich hier. Dann habe ich dich. Input. Was fehlt? Ach, die Bronzeplatte. So, Output, Input. Gut. So, und dann fehlt mir jetzt nur noch der Squasher. Für den Squasher brauche ich Tumbagea Gear, Tumbagea Framebox. Also das heißt 4, 8, 2. Mach mal. Zwei Pistons dürfte ich haben. Okay. Das heißt, jetzt brauche ich hier das Gear. Klong. Kann ich dich gleich aufräumen? Dann brauchen wir hier den Rod. Und das auch rein. Jetzt hoffen wir mal, dass er alle aufgeschrieben hat und nicht nur wieder die Hälfte, sozusagen die vier, die wo ich es noch brauche, nicht. So, dann brauche ich jetzt für das da vier Stück und ein Vierer. Passt. Kann ich mir schenken. So, war das jetzt Smash? Nee. Squasher. Das Gegenteil. Glaube ich. Und schon haben wir den Steam Squasher. So, dann hätte ich mal gesagt, dann gucken wir mal, ob wir den jetzt hinkriegen. Wäre auf jeden Fall super. So, den bauen wir jetzt auch mal so auf. Also wir haben hier genau. Also, du musst weg. Und du musst weg, denn wir machen es jetzt genau andersrum. Output Bus kommt hier hin. Input Bus kommt hier hin. So, dann haben wir hier den Steam Hatch. Du kommst dahin. Das Squasher kommt hier hin. Und dann komme ich nirgends mehr hin. Super. Dann hätte ich gesagt, mach mal die. Dann kommst du da drauf. Und? Schaut gut aus. Incomplete Structure. Wieso bist du incomplete? Wir schauen uns nochmal das da an. Ah! Weil er vier tief ist. Das ist jetzt natürlich total toll. Okay, muss ich nur von drüben wissen.
Ich habe jetzt halt momentan keine Wand hinten dran. Jetzt macht es auch Sinn, aber hä? Okay, ich muss mir den nochmal angucken. Ja, beziehungsweise. Also, klar, klar, klar. Also, das heißt, du kommst dahin, dahin, dahin. Kommst dahin. So. Und du kommst dann hierhin, hierhin, hierhin verbunden und hierhin. So, jetzt brauchen wir nochmal Steam. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal 4 Bricks. Das ist das Wenigste. Ich hoffe, dass für den Charcoal Igniter oder Coal Igniter, wie das Ding wieder heißt, dass der auch Stone Bricks nimmt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe zwar noch genügend da. Halt, da waren. Greg, jetzt wirst du auch noch blind. Was heißt was? Du warst es schon immer. Okay, dann machen wir gleich nochmal. Platten habe ich jetzt nämlich keine mehr übrig. Also, das heißt, davon auf jeden Fall mal 12, davon mal auf jeden Fall 4. Genau. Funktioniert bestimmt. So, dann kommst du jetzt erstmal hier rein. Du kommst raus, du kommst rein. Dann haben wir das als nächstes. Oh mein Gott. Wie schaut es bei dir aus? Ja. Ja, ich muss jetzt halt durch drei teilen. Das ist halt das ganz Schlimme. Also ich habe zu wenig Zellen. Ich habe zu wenig alles. So. Das heißt, meine ganze Kohle, die wo ich jetzt da durchgebatzt habe, ist schon, oder nicht Kohle, Holz ist schon wieder verbraucht. Und das Crystal Oil, was da draus rausgekommen ist, wird jetzt auch gleich weg sein. Yay! Bin spitze! Da fällt mir nur ein. Moment. Das war Spitze. Nur ich kann keine, ja. Haben sie ja dann früher eingefroren. Jetzt bin ich gerade gespannt, wie viel Prozent gerade nicht mehr wissen, was ich rede. Was macht denn der komische Onkel da? Jetzt komplett verwirrt? Ja. Sowieso. Immer. Immer verwirrt. So, das heißt, wir brauchen nochmal davon 12, nochmal davon 4. Das, das. Und der komische Onkel tut mal da bei Empty Cellen rein. So, da kommen auch noch welche rein. Und da auch.
Momentan ist die Seite, das ist lustig, immer eine Seite ist immer im Extrem Plus oder Minus. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch genau 7 Stück. Dann habe ich noch ein bisschen Porzellan übrig. Okay. Bisschen mehr. Dann läuft jetzt gleich der letzte. Dann Daumen drückt, dass das da drüben funktioniert. So, dann brauchen wir das Steam Valve, und zwar, wenn es geht, LV, MV, LV, LV. Das heißt, ich brauche. Nee, ich brauche keinen Regulator, ich brauche nur das Steam Valve. Das heißt, ich brauche jetzt Steel Gear, ich brauche einen elektrischen Motor, ich brauche eine elektrische Pumpe. Das heißt, ich brauche jetzt dann auch noch davon 5. Dann hätte ich gesagt, brauchen wir jetzt dann hier von dich und dich. Hätte ich gesagt, fangen wir mit dir an. Ah, oh, Dreck. Da, 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 da. Ich hoffe, ich kann sowas gebrauchen. Ja, um meine Wand aufzubauen, auf jeden Fall. Gott sei Dank habe ich noch ein bisschen was. Wäre jetzt schön gewesen, wenn es mal wieder so gewesen wäre. So, jetzt darfst du noch mal von vorne anfangen. Mit allem. Weil du so groß bist. Also Rotor. Wir dürften eigentlich alles haben. Jawohl. So, jetzt brauchen wir nochmal. Hahaha. Hatte ich nicht gerade gesagt, die brauchen Stahlgier? 2 Stück. Ja, die habe ich nicht gemacht. Davon brauche ich 8. Nur Rotor braucht 5. So. Dann machen wir mal dieses Valve-Ding. Da können wir ja mal irgendwann für die andere Seite auch noch reinmachen. Dann auch noch einen Tank dazwischen klemmen. Der Vorteil halt von den Dingen heißt halt, der hat jetzt 1024 Liter. Aber halt nur Steam. Der lässt nur Steam durch. Sozusagen ein Steam-Filter. So, dann haben wir jetzt dann hier und haben gesagt, wir brauchen die 5. Das heißt, du rein und du rein. Wir sind glücklich. Dann nehmen, ja, kann erwarten, bis der komplett ist. 20 Sekunden. So, haben wir. Jawohl, haben wir. Und haben wir auch. Faster Steam Transportation. Jawohl. Heißt, ich habe jetzt sogar noch einen kleinen Puffer dann da hinten dran. So, das heißt jetzt dann, ich brauche jetzt dich. Dann kommst du jetzt. Schaut doch super aus. Ja, und sofort 1000 Stück draußen.
Und die Temperatur ist immer noch mickrig. Die nimmt sogar ab. So nimmst du ab. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Baut auf jeden Fall Steam auf. Er hat genügend da, aber bis dann nimmt ab. Oh, ich mache nicht mehr alles. So, okay. Also, dann das, 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 das und das. Und jetzt? Ha! Jetzt sagt der Funk zu nuckelt. Gut. Dann hätte ich jetzt mal gesagt. Wir nehmen jetzt mal Charcoal, powern das mal hier rein und sagen, gib ihm. Also das war ein kompletter Stack. Eins, zwei, drei. Ich bin gerade fasziniert davon. Ja, so, jetzt haben wir sieben Blöcke. Ah, er baut wieder auf. Aber so viel Steam kann ich gar nicht verballern. Wahnsinn, was der gerade raus fegt. Ja, wobei doch. Doch, doch, doch. Du und du. Das heißt, du gehst mal bitte dahin und du gehst mal bitte dahin. Dann hätte ich gesagt, ich muss mal schnell bei den Drawern vorbeilaufen. Da brauche ich einen. Ja, da ist schon fast schon mein Problem, dass das Ding zu langsam ist. Ich hoffe, dass der dann genügend noch rausklopft. Machen wir dann hoffentlich auf dem Rückweg. Ich dich gleich wegmachen? Nein, ich nehme gleich zwei mit. Ich nehme gleich zwei mit. So, das ist der erste, das ist der zweite. Ja, muss irgendwann auch vom Eingang weg. Haben wir ja gesagt. So. Wäre jetzt die kürzeste Folge, glaube ich, der Staffel. Wenn ich jetzt war, ich habe eigentlich alles, was ich machen wollte, erledigt. Also, was ich da hinten machen wollte. So. Dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt bitte noch mal einen Drawer. Am besten zwei. So, und ich habe jetzt hier 10.000, hier habe ich 11.000, hier habe ich 29.000. Wir machen mal, dass das jetzt 6.000 werden. 20.000 werden. Wobei, ist schon, glaube ich, zu viel, ne? Ich gehe auf 22. Dann bei 10. Nee, aber der soll laufen, vor allem solange ich jetzt mal Steam habe. Okay, war zu viel. Nachteil? Keine Ahnung, ob es gerade geht. Ich sehe nichts.
So. Ja, funktioniert. Okay, hat aber einen Vorteil. Er zieht mir einen Stack rein. Er haut mir einen Stack raus. Also, das da geht am schnellsten. Das da dauert am längsten. Ich glaube, das waren jetzt wieder 32, 32. Aber das ist jetzt für mich optimal. Das heißt nämlich, ich kann jetzt dann nämlich hier hingehen und schön brav meine Charcoal reinbatzen, dass er die gleich umarbeitet. Genau, dann Coal Igniter. Dann heißt er doch Charcoal Igniter. So, steht hier irgendwas dort? Ja. So, was steht da? Machine Type. Charcoal Pile Igniter Controller for the Charcoal Pit. Converts log into, ja, genau, will automatically start when village pollution per second, hold shift to display structures, bla. Can be up 11 mal 6 mal 11. In size, shape doesn't matter. Wide, high, length. Also 11 in die Tiefe, Breite, 6 in die Höhe. All logs must be converted by the controller or bricks. Bricks Bottom Layer under all wood logs Bricks. Ja, Steine sind auch Bricks. Probieren wir, hä? Ja, also er versucht gerade ein bisschen Dampf aufzubauen, ne? Also die eine Block of Charcoal ist gut genug. Genau. Aber wir machen jetzt schnell noch was anders. Hätte gesagt, ich nehme Dark Oak. Es ist ein dunkles Holz, es ist eine andere Farbe. Müsste passen. So, dann ist da hier der Cutter. Geht ja schnell. So, in der Zeit kann ich mal wieder ein paar Half-Slabs rüberschleppen. Vergesse ich das nicht auch noch. So, danke. Dann räumen wir auch mal gleich die 6 Stück auf, weil dann habe ich auch endlich die mal eingesortiert. So, und jetzt brauche ich da. Panel brauchen wir. Okay, dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt von dir den hier. Ha, brauche 2 Kisten. Aber das ist das wenigste Problem. Die kann ich mir von Nachbarn holen. So, und jetzt kommst du hier rein. So, das heißt jetzt für mich, du kommst dahin. Du kommst dahin. Ist es sogar dasselbe? Jawohl. Und du kommst dahin. Man erkennt fast keinen Unterschied. Aber ist ja eigentlich auch gewollt, ne? So, das heißt, ich habe in und out. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Ender-IO. Das heißt, eins meiner nächsten Sachen ist Polyethylen. So, wir schauen mal. Also, das heißt, du kommst jetzt dahin.
Ne? Fügt sich doch gut ein. Man sieht einen kleinen Unterschied. Finde ich. Aber Archer Part Hammer. Gut. Dann brauchen wir davon zwei und davon einen. Erkennt was? Habe ich meinen Schlüssel einstecken? Gleich sperren. So, aber dann kann ich nämlich gleich dich hier reinhauen. So, und der läuft da die ganze Zeit. Wir haben schon 1000 Stück. Und das juckt den nicht mal. Das ist ja das Erschreckende. So. Das heißt, ich habe jetzt meinen Kompressor. Ach so, nee. Das geht nicht, weil ich bräuchte dann vorher noch was anderes. 1, 2, 3, 4. Okay. So, dann brauche ich dich. Dann brauche ich dich. Dann kommst du noch dahin. Dann haben wir den auch schon mal sauber. Ha, auch schön. Perfekt. Und das ist als eigentlich das ganz Erschreckende. In was für eine schöne Geschwindigkeit man jetzt da Kohle durchballert. Ja, und wie gesagt, es geht ja mit allem. Wo man halt etwas mehr braucht. Ja. Wie gesagt, ich kann zum Beispiel jetzt auch noch Clay reinschmeißen. Falls wir mal Clayplatten nochmal brauchen. Ich glaube, das geht ja auch damit. Der ist noch nicht fertig. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, wie lange das jetzt dauern würde, bis ich das aus dem Inventar wieder rauskriege. Bonk. Mal vier weg. Und klock. Und die zwei muss ich auch noch bauen und den einen da hinten auch noch. Ja, wer war schneller? Ich. Ist doch auch schön. Der, wenn man sich jetzt vorstellt, ne, der läuft ja immer noch nicht auf High-End-Temperatur. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich dann nicht einfach eine Pipe rüberbaue, weil ich glaube, der kann alle vier. Und einen Puffer anlegen. Ja, es ist ja nicht so, dass der nicht arbeitet. Ja, klack, klack, klack. Klack und schon sind alle Charcoal, die wo ich gerade rausgeholt habe, verarbeitet. Geil. So, jetzt muss ich mal was wissen. Claytas, das war doch auch ein Kompressor, oder? Ja, hier, klar. Da kriege ich Platten. So. Zack.
Ich bin stolz auf dieses Gerät. In was für einer Affengeschwindigkeit der jetzt das Zeug durchjagt. Das ist jetzt mal was, wo er wegen länger braucht. So, okay. Aber es juckt in Steam nicht. So, das ist momentan wieder aus. Ich schätze mal, der wird jetzt wieder von der Temperatur fallen. Diesen Advanced Spoiler habe ich aber noch nicht so ganz begriffen. Naja, ist egal. So, okay. Aber wir haben schon mal das, wir haben schon mal das. Was brauche ich denn für den Macerator? In. Ups, da kannst du nicht hin. In LV. Und wie heißt das andere? Der Extractor. Basic Extractor. Genau. Auch. So, wieder Nacht. So, schauen wir mal. Das heißt, ich brauche jetzt schnell davon 18 Stück. Glaube, ich habe zu wenig Rough Iron hinten, das heißt, davon brauche ich auch noch mal zwei. Okay, so, also von Maserator brauche ich einen Diamanten, einen Motor, einen Rotor, zwei Circuits. Wie viele Circuits habe ich noch? Kann ich mir noch einen Circuit bauen? Einen wenigstens. Nein. Da fehlt mir eigentlich alles. Ich habe jetzt noch genau drei Circuits. Eigentlich ist es mein Problem, dass ich eigentlich den Circuit Assembler jetzt als. Ne, eigentlich bräuchte ich den Assembler. Ja, wobei der Circuit Assembler ist ja LV. Der wäre eigentlich sinnvoller. Das heißt, ich müsste auch einen Emitter bauen. Das heißt, ich brauche nochmal zwei. Ich müsste dann aber gleich auch, glaube ich, zwei bauen, weil dann könnte ich mir nämlich noch den Scanner machen und den. Oh Gott. Weil ich muss auch mit den Bienen anfangen, das ist mein Problem, weil ich habe die Bienen komplett bis jetzt vernachlässigt. Die können mir so richtig noch um die Ohren fliegen. Ups. Bienen, 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 Bienen. So, ich habe jetzt Bee House. Schauen wir mal ganz, ups, schauen wir mal ganz kurz bei Forestry oder bei den Bienen vorbei. Da steht jetzt nichts von Bienen drin. Gibt's How to Be, genau. So, das heißt, ich brauche jetzt Frames. Das heißt, ich brauche Oakwood Slab, ich brauche String, ich brauche Sticks. Also 9 Slabs, 3 Strings, 15 Sticks. Komm, die machen wir noch.
Das dürfte jetzt eigentlich absolut kein Problem sein, das zu machen. So, das Einzige, was ich jetzt noch mal gucken möchte, ist, kann ich dich auch maschinell fertigen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? So, aber eiskalt. Die hau ich hier mit rein. So, drei Stück haben wir fertig. Es geht weiter. A new house, B-House. Das heißt, wir brauchen Comps. Ich hoffe, dass ich nicht alle verballert habe. Wooden Casing. Molten Iron. Kriege ich noch nicht hin. Das heißt, ich muss das so bauen. Das heißt, ich brauche Woodframe Box. 5 Stück, 2 Stück. Schrauben. Brauche Half Slabs. Einen Schraubendreher. Das war jetzt hier. Also die Wood Frame Box brauche ich noch. Das war hier. Was baue ich eigentlich gerade? Was tust du? Ach so, das wurden die Wooden Frame Box. Das baue ich. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich war ganz leise. Habe ich irgendwo Schraubendreher? Habe ich da vorne noch einen Schraubendreher drin? Ich kann auch schnell einen bauen, aber wenn die dann schon haben. Krieg mal den weg. So, du kommst dahin. Zwei Stück. Danke. So, was brauche ich für noch ein? 5 Sticks. Genau. Aber ich habe ja Gott sei Dank den. Danke. Okay. So, und was brauche ich noch fürs B-Haus? Ich brauche jetzt dann genau 4 Stück davon. Das heißt, wir brauchen von dir 8. Kling, kling, kling. Dahin. Und jetzt Daumen drücken, dass ich genügend Komms habe. Ich weiß nämlich, dass ich auch einiges verarbeitet habe, weil ich hier Honig gebraucht habe. Oder, nee, für das Candles, also Wachs gebraucht habe. Könnte sein, dass alle weg sind. Molten Comp. Hervorragend, ja. Aber dann haben wir wenigstens eins und dann können wir schon mal das halt weg. Nicht Blödsinn machen. Nicht Blödsinn machen. Du bist eine Pristine. Jetzt darfst du gehen. Ich hoffe, dass das reicht. Ja, weil dann lassen wir jetzt nämlich die laufen. Oben.
So, wenn ich dich jetzt daher mache, jawohl, habe ich mein Bienenhaus. Hurra, hurra. So, und dann kriegst du noch zwei Blümchen mit. Schon wieder fast dunkel. So, das heißt, mein Bienenbereich muss ich jetzt dann auch noch hier ausbauen. So, dann gehst du dahin, dann gehst du da rein. So, und dann kann der nämlich jetzt schön brav arbeiten. Es ist zu trocken. % Luftfeuchtigkeit. Es ist zu trocken. Oh, schön. So viel zu, wir machen die Bienen oben. Hot Forest. Weil es da hinten noch kühler. Ah. Ja, okay, also wie gesagt, ist jetzt kein Problem. Ja, wir können ja auch in andere Gefilde laufen, aber das heißt, mein Problem ist, wir müssen so schnell wie möglich jetzt dann an die anderen Bienensachen rankommen. Ja, weil ich habe jetzt hier auch immer noch 20% Luftfeuchtigkeit. Jetzt habe ich 0. Sind wir im Hot Desert? Ah. Passt dann auf, jetzt die. Jetzt sagt er dann, es ist zu feucht hier. Jetzt wird er erst mal sagen, es ist Nacht, und danach wird er sagen, er hat keine Blumen. Darf ich nicht mal verübeln? Nö, er arbeitet. Dann werden wir die Bienen jetzt erstmal auch noch hier ein wenig aufstellen. Das heißt, der freundliche Kamerad hier erzeugt mir hoffentlich genügend Komps. Der den einen machen. Der den acht machen. Komm, claim den ganzen Müll. Dann machen wir ihn gleich. Aber das heißt für mich, so, wir brauchen auf jeden Fall demnächst auch mal den Bienenrucksack. Muss ich mir angucken. Bi, bi, bi. Be or not to be. That is the question. Ich brauche Forestry at Forestry. Ich bräuchte jetzt eigentlich zwei Sachen. Dass wir wissen, worauf wir sparen müssen. Genau. So. Das ist die Lepo Chest. Ich brauche die Apiaries Chest. Okay, dafür brauchen wir schon mal den Carpenter. Und wir brauchen Honig. Alles klar. Also Carpenter auch mal aufschreiben. Kostet fast nichts. Nein! Warum? Warum sollte er? Okay. So, was kostet mich der Apiary? Auch ein Carpenter?
So teuer ist er nicht. Ah, nee, der geht auch im Assembler. Der geht nicht im Assembler. Schade. Schade, schade. Also wie gesagt, das ist das wenigste Problem. Auch Honig dürfte fast kein Problem sein, oder? Honey Drops habe ich auch genügend da. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt das noch fertig. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Wir haben dich. Das ist super. Das heißt, ich habe ein zweites Bi-Haus. Ja, weil eigentlich sollen ja sozusagen die Hauptbienen jetzt dann langsam hochlaufen. So, und ich sehe schon, die Bienen kann ich gar nicht machen. Ah, mir fehlen sogar noch zwei. Sehr gut zu wissen. So, zwei tue ich auch mal schnell weg. Genau, die kann hier rein. Wenn ich sie schon finde. Haben wir es hier. So. Und die letzte gute Tat ist, wir schmeißen nochmal unseren schönen Kompressor an. Solange es den, wenn der da hinten so rumeiert. Bin ja mal gespannt, ob jetzt die Hitze nochmal angegangen ist, weil ich vermute mal, dass das Teil da hinten einen Cooldown hat. Nee. Oder wenn der voll ist, geht er aus. Das kann natürlich auch sein. Du musst raus. Du gehst rein. So, wir haben jetzt schon mal Clayplatten hergestellt. Ein Dutzend billiger. So, und die Kiste müssen wir auch noch leer kriegen. Da wird eher das Problem sein, dass der zu schnell voll wird. Ja. Ich glaube, der voidet. So, das waren jetzt schon mal 24 davon. Ja, und schon hat man genügend Material wieder, dass die Jungs hier auch laufen. Sehe gerade noch einen kleinen Fehler. Fehler ist es nur, wenn man nicht beseitigt. Gut. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. So, alles klar. Das heißt, ich könnte mir jetzt dann noch einen zweiten Valve. Vielleicht macht es sogar mal irgendwann wirklich Sinn, dass ich da einen Supertank noch mit dran hau. Aber dann mache ich nur einen dran. Der geht dann nach hinten. Da muss ich noch einmal schnell gucken. Von Supertank brauche ich nämlich dieses Iron Plate. Pulsating Iron Plate. Das brauche ich dafür. So, dann gehen wir mal schnell hier rein. Wir hauen das hier rein. So, dann brauchen wir noch
Redstone Alloy Dust. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Komponente. Raw Silicon muss ich halt so herstellen. Was haben wir hier? Enderpearl Dust. Das ist jetzt auch nicht gerade ist Ding und Iron Dust. Okay. Genau. Nein, aber ich habe gerade mal wieder auf die Uhr geblickt. Sollte ich mal öfters tun. Die sagt mir, wir sind schon wieder in der Stunde. Von der kürzesten Folge in eine normale Folge. Ein 3-2-1 gewonnen. Genau. So, Maserator wollen wir ja noch bauen. Wir wollen noch Ding. Das heißt, ich muss jetzt schon mal schauen. Bis zum nächsten Mal versuche ich genügend Komponenten schon mal wieder herzukriegen, dass wir Circuits bauen können. Oder baue auch gleich ein paar Circuits und ein paar davon. Vielleicht machen wir hier auch mal ein bisschen was voll. Muss auch mal schauen, dass ich hier mal wieder ein wenig auffülle. Und werde vielleicht auch ein paar Erze rausklopfen aus der Wand. Mal gucken, was alles so gebraucht wird. Du gehst mal hier rein. Die Pipe Chest war da hinten. Die sollte ich mir mal irgendwann schnappen und mit nach hinten nehmen. Genauso wie diese, wo die Platten drin sind. Aber machen wir schon. Wie gesagt, beim Lager lasse ich mir mal was einfallen, wie wir das machen mit den Chests. Vielleicht mache ich einen kleinen Bereich, wo ich dann nur Chests hinstelle. Dass ich hier vielleicht sogar die Chests noch hinbaue. Ja, wolltest du da nicht? Ja, ist halt so. Dann habe ich hier zwei Reihen, wo ich Chests habe. Einmal hier und einmal hier. Und das müsste mir auf alle Fälle müsste es reichen. Bin ich vollsten fest überzeugt. Genau, in dem Sinne, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer ab in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder. Ist nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.